Was macht dieser Typ direkt neben mir? Herr Mister, wer sind Sie? Weißt du, wenn ich vergesse, was ich tun soll, dann schaue ich in mein Erinner mich. Das sollten Sie vielleicht jetzt mal an der Stelle tun, weil Sie rücken mir ziemlich nah auf die Pelle und das empfinde ich, Harry Potter, als äußerst anstößig. Ich kannte deinen Vater, weißt du, ein guter Zauberer und tragischer Verlust. Sie sind es. Oh Gott, Alter, ist der eklig, der Typ. Gehen Sie bitte einfach ganz weit weg. Sonst rufe ich die Aurorenpolizei. Ganz weirder Typ. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens für die PlayStation 2 aus dem Jahre 2002. Das kann man sich gut merken. Und ich bin hier gerade in der, wie man unschwer erkennen kann, Winkelgasse, genau. Ja, in der letzten Folge hat mir Mrs. Weasley einen Sickel geschenkt. Weiß auch nicht warum, die hat das Geld eigentlich nötiger als Harry Potter. Aber naja. Gut, wir gucken mal eben gerade auf mein Erinner mich. Kaufe das Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2 bei Flourish and Blotts. Kaufe ein Zaubertrankfläschchen in Quacksalbers Apotheke. Ja, und das machen wir jetzt auch mal, weil das hier ist Quacksalbers Apotheke. Und dann gehen wir mal unseren Stuff kaufen dort. Sehr schön. Und endlich mal einen Laden, der heute offen hat, weil in der letzten Folge hatten die anscheinend alle Mittagspause. Ganz weirde Geschichte. Guten Tag, ich bin's, Harry Potter, ich bin berühmt, ich bin sehr reich und meine Eltern wachen. Krasse Leute. Kann ich bitte alles hier umsonst bekommen? Offensichtlich nicht. Ich guck mich mal gerade kurz um. Da oben sind leckere Augen. Oh, das sind Bubble Teas. Guckt mal, Leute, hier oben gibt's Bubble Tea mit Augen statt Bubbles. Oh, lecker, lecker, lecker. Okay, der Laden ist mir schon sympathisch. Oh, da sind auch Bubble Teas. Oh, sogar mit doppelt Bubbles drin. Das wäre meine Entscheidung. Immer schön viele Bubbles da rein. Dann gibt es hier leckere Magic Mushrooms. 5 Gramm, was steht da? 5 Gramm für 25? Boah, das ist aber günstig, glaube ich. Wahnsinn. Da oben hängen undefinierbare Kräuter. Es ist einfach ein Drogenshop. Und da ist wieder das Hermine-Bild aus Teil 1. Was macht das denn schon wieder da? Da komme ich nicht rein. Ja, obwohl ich Harry Potter bin. Da soll man sich mal fragen, was da los ist. Oh, und ein schönes Kaminfeuer mit Zähnen dran. Und zwei ominösen, komischen Typen, die da chillen. Alles klar. Gut, hallo, Mr. Apothekenverkäufer. Warte mal, was ist denn das da? Ach so, das ist ein Vorhängeschloss. Hallo, Mister, ich brauche Sachen. Wie viel kostet dieses Zaubertrankfläschchen, bitte? Es kostet 8 Sickel. Ja, das ist ja traurig. Ich habe kein Geld. Wieso habe ich kein Geld? Ich bin reich. Ich bin reich und berühmt. Dann würde ich sagen, Leute, wo geht man hin, wenn man reich und berühmt ist, aber nicht genug Geld in der Tasche hat? Genau, in die nächste Bank und hebt erstmal das hart verdiente Geld der Eltern ab, das eigentlich auch gar nicht hart verdient wurde, weil mein Vater das eigentlich auch nur damals geerbt hat. Der hat auch nichts geleistet im Leben und Lily hat auch nichts geleistet im Leben. Die war nämlich einfach auch wie James arbeitslos. Nein, da geht es nicht weiter. Ach, wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich brauche mein Geld. Hallo, ich brauche mein Geld. Ach, Leute, das gibt's doch gar nicht. Wo kriege ich jetzt mein Geld her? Okay, dann gehen wir erstmal ein bisschen geradeaus. Was ist hier wieder? Interessant, interessant. Oh, ein Straßenfest ist nächste Woche. Können wir nochmal vorbeikommen? So, ich brauche mein Geld. Wo kriege ich denn mein Geld her, wenn ich bei Gringotts? Hä? Oh, da sind sie da. Oh, hoho, da ist Geld auf der Straße. Aber wie komme ich an diesen ominösen Fässern vorbei und wie kann ich das anvisieren? So, kann ich das Lendo! anvisieren. Hallo? Lumos! Ich habe nur 2 Zauber, was soll ich denn machen? Hallo, was ist hier? Freud und Leid, Laden für Zauberscherze. Kann ich da rein eigentlich? Ja, offensichtlich, aber da muss ich ja eigentlich auch nichts kaufen, oder? Bisschen nervig sind nur die Ladebildschirme. Muss man sich immer gut überlegen, in welchen Laden man reinlaufen will. Ja, das sind auch nicht die guten Zeiten heutzutage, wo man einfach so wie in Hogwarts Legacy da rein und da raus und da wieder rein und da wieder raus. Sondern es ist, oh Wir Gott, was dachten, wir machen ihr hätten dich beide für denn hier? immer Und warum ist verloren. dann Halloween-Kürbis? Halloween ist doch noch. Ja, Hier gut, ist doch, Freud und September, Leid, 1. Laden für September. Ja, Zauberscherze. es sind nur 2 Monate, Freunde. 2 Monate, da ist noch ein bisschen hin bis dato. Gut, was mache ich hier? Lumos! Lumos. Öffnen stand da gerade?
Ah, guckt mal an, Leute. Da ist doch bestimmt Geld versteckt. Solche geheimen Orte. Ich klaue euch euer Geld, denn ich bin Harry Potter und ein bisschen, welk. Eine Schokofroschkarte, die ich eigentlich gar nicht will. Ich will eigentlich nur euer Geld. Naja, was soll man machen, Leute? Welche Karte habe ich bekommen? Das schauen wir uns natürlich mal direkt an. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich sowas in Zukunft immer direkt angucken soll oder nicht. Bridget Wenlock, 1212 bis 1285. Berühmte Arithmantikerin, die als erste die magischen Eigenschaften der Zahl 7 erforscht. Hatten wir auch schon. Nichts Besonderes. So, was haben wir hier? Ominöse Fläschchen mit undefinierbaren alkoholischen Substanzen drin. Und hier, oh, ein Adventskalender, der nur aus der Zahl 8 besteht. Oh, cool. Gut, und das Feuerwerk. Interessant. Fred, George, könnt ihr mir Geld leihen? Ich habe kein Geld und ich kann mir nichts kaufen. Du solltest dich wirklich gut umschauen bei Freud und Leid. Ja, würde ich gerne, aber ich... was man dort findet. Ich habe kein Geld, Boys. Ich habe wirklich nichts, gar nichts. Probier doch die magische Messlatte mal aus. Aber erst mit den Zaubersprüchen des zweiten Schuljahres funktioniert sie richtig. Alter, was für eine magische Messlatte? Was willst du, du Perverser? Lass mich mal in Ruhe. Alter, der kommt mir direkt hier mit seiner magischen Messlatte. Ich glaub's ja auch, ey. Ekelhaft, ekelhaft. Ihr könnt mich alle. Ich hau ab. Hier, kümmert euch mal um den Typen, der will an eure magische Messlatte. So, raus hier, Leute. Gruselig. Mann, oh Mann, was ist denn hier los? Irgendwelche Leute, die ganze Zeit neben mir stehen, in beängstigender Nähe, innerhalb meiner Komfortzone. Und dann irgendein Typ, der mir seine magische Messlatte zeigen will. Ich hab Angst. Große Angst. Und kein Geld. Angst und kein Geld. Das ist keine gute Kombination. Da liegt Geld, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Scheiße. Okay, ich denke mal, wir wollen hier zu denen, oder? Hey, ihr beiden. Hallo? Hast du erst einmal das Zauberbuch? Kannst du noch viel mächtigere Zauber anwenden? Ich rede mit dir, ich rede mit deiner Mutter. Geh rein und kauf dein Zauberbuch, Harry. Wie denn? Ich habe kein Geld. Oh. Hast du erst einmal das Zauberbuch? Kannst du noch viel mächtigere Zauber Jenny, anwenden? Jenny, du große Stirnträgerin, du sollst leise sein, wenn ich mit deiner Mom rede. Du bist für mich erst relevant, wenn du in die Pubertät kommst. Weil Harry Potter erst dann Interesse für sie bekommt. Vorher war es einfach nur so ein kleines Mädchen, die nervig war. So. Ich hoffe mal, dieses Buch kostet nur einen Sickel. Wie viel kostet das Buch? Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2 von Miranda Habicht? Ja. Das kostet einen Sickel. Ach ja, wunderbar, das kaufe ich. Oh. Danke. Mit dem Wissen aus diesem Buch wirst du extrem starke Zaubersprüche lernen. Geil. Hier ist ein praktischer Hinweis aus dem Buch. Du musst deinen Zauberstab voll aufladen und verwenden, wenn der Zauber bereit ist. Aber sei vorsichtig. Überladene Zaubersprüche können sehr viel Ärger machen. Vielen Dank. Ja, wenn das so ist, juckt mich halt aber einfach gar nicht. So, ja, Basis, bla bla bla. Jetzt kann ich die aufladen, ne? Ist, glaube ich, jetzt die Funktion, die ich da jetzt bekommen habe. Ja, oh ja! Aua. Das meinen Sie also mit Unglück, Mister? Na gut. Ich denke mal, wenn die aufgeladen sind, kann ich auch diese kleinen Kackfässer da beseitigen. Und damit an mein Geld kommen! Aber erstmal klauen wir hier ein paar Sachen aus dem... Oh mein Gott, wie viel kommt denn da raus? Ja, moin. Wenn das so ist, dann gucken wir natürlich nochmal eben hier in den Bücherregal. Oh mein Gott, wie viel kommt da raus? Hä, das ist ja der Wahnsinn. Was? Mehr Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Noch mehr Bohnen. Zumindest sagt er nicht, dass hier Bohnen nach Marmelade schmecken. Wobei mir mittlerweile schon 2 Milliarden Mal in den Kommentaren erklärt wurde, was es damit auf sich haben könnte. Eine Bohne. Eine Bohne. Es sind sogar mehrere Bohnen. Wir haben gleich keinen Platz mehr für Bohnen. Warum brauche ich ja eigentlich wirklich echtes Geld? Ich dachte, da bezahlt man hier in dem Spiel immer mit Bertie Bott's Bohnen. Offensichtlich ist das nur bei Fred und George der Fall. Gucken wir da auch nochmal. Machen Sie sich nichts draus, Mister. Ich hab noch mehr Bohnen. Ich sammle nur den Dreck aus Ihren Bücherregalen. Nur Ihren Dreck. Nur Ihren Dreck. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin Harry Potter. Und ich würde niemals etwas Verbotenes tun. So, ja, ich habe gleich meine Maximalanzahl an Bohnen bereit. So, jetzt habe ich sie bereit. So,
50 von 50, Leute. Also Bohnen sammeln müssen wir jetzt auch nicht mehr. Hä, die Bücherregale sind ja overpowered as fuck. Also, kleiner Tipp am Rande, Leute. Geht in den Laden Flourish and Blots und gönnt euch alle Bohnen, bis ihr nicht mehr irgendwelche aufnehmen könnt. Ich hätte ja noch mehr mitnehmen können. Ich habe ja jetzt nur aufgehört, weil ich keinen Platz mehr hatte. Wahnsinn. Das ist overpowered. Ich hoffe, ich komme da regelmäßig hin. Hast du das Buch, Harry? Ja. Ja, Mrs. Weasley. Ich kann es kaum erwarten, die neuen Zauber auszuprobieren. Wo hast du denn die Sachen verloren, Ginny? Meine Messingwaage habe ich wohl im Vorbeiflug im Kamin der magischen Menagerie verloren. Mein neuer Federkiel liegt bestimmt irgendwo hinter Freud und Leid. Als ich mein Spellotape verloren habe, war Hagrid in der Nähe. Es muss im Tropfen im Kessel gewesen sein. Ja, safe geklaut. Hm. Magische Menagerie. Freud und Leid und der tropfende Kessel. Alles klar. Alles vielen klar. Vielen Dank, Harry. Es ist so nett, dass du das für Ginny tust. Vielen, vielen Dank, Harry. Zeig uns doch mal, was du mit deinen neuen Zaubern ausrichten kannst. Zerschmettere die Fässer da drüben. Das ist aber ganz schön gewalttätig, Mädchen. Was ist denn los mit dir? Ich mach das nur, wenn du mich in ein paar Jahren heiratest und wir 3 Kinder bekommen. Ja, nur dann. Sonst kannst du mich mal. Ja, okay, Harry, ich werde mit dir 3 Kinder machen. Ist das okay, Mrs. Weasley? Ja, natürlich. Okay, alles klar. Dann werde ich euch jetzt zeigen, wie ich diese Fässer zerschmetter. Und... Flitendo! Bumm! War geil, oder? Hey, ich will an... Ich bin sicher, ich habe meine Messingwaage im Kamin... Das will ich gar nicht wissen, du Stirn. Ich will einfach nur, dass ihr mich bewundert. Flitendo! Bumm. So. Ein Silbersickel. Sehr schön, jetzt brauche ich noch 7 weitere, weil dieses komische Ding in der Apotheke 8 Stück gekostet hat. 8 Silbersickel, Leute. Oh, tropfende Kessel. Gehen wir doch erstmal Hagrid besuchen und fragen den mal, warum der kleine Mädchen mit großen Stirn Sachen klaut. Ich weiß nicht mehr, was er geklaut haben soll, aber das werdet ihr uns dann bestimmt selber erzählen. Ja, ich muss ein Ladebildschirmlied singen, Leute. Ich muss mir eins ausdenken. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Das ist ein Ladebildschirm. Ginny meinte, ihr Spellotape müsste hier irgendwo sein. Spellotape? Was ist das? Oh, Geld! Explosionen! Bumm! Kann ich da schon durch? Ach komm schon, seid doch nicht so knickrig. Da kommt man doch locker durch. Bumm! Jetzt aber. Oh, ich wollte gerade sagen. Oh. Wie unerwartet. Hilfe, ich bin in einem Bunker eingesperrt und hab große Angst. Ah. Ist das hier irgendwie eine Diebesfalle für Leute, die irgendwie einbrechen, was klauen wollen, die dann hier drin landen und ewig und elendig verhungern und verdursten? Scheint mir fast so, aber was macht denn dieser riesengroße, offensichtliche und überhaupt nicht übersehbare Knopf an der Stelle? Oh, fick die Henne. Oh nein, gar kein Bock, gar kein Bock, gar kein Bock, Bock. Au, was ist das? Womit werfen die da? Hey, ihr kleinen Kackviecher. Bumm. So, Freundchen, du bist der Erste. Du bist der Erste. Du kommst hier schön rein. Warum, was mache ich hier eigentlich? Ich wollte doch nur eine Münze einsammeln. Und Hagrid. Mit Hagrid treffen. Aua! Oh! Das Anvisieren klappt noch nicht so ganz optimopti. Komm mal, schön mit, Kleiner. Alter, ich guck dem voll zwischen die Beine. Wahnsinn. So, du kommst da rein. Tschüss. Hä? Warte, was bringt das? Okay, ich kann ihn nicht weiter reinkicken. Hä, wo soll ich den denn hinbringen? Oh, ich kann da selber durchklettern. Hä? Das ist makaber. Das war makaber. Eindeutig. So, Schokofroschkarte bitte. Weil das war schon ein bisschen tricky, hier durchzukommen. Ich musste mich über einem Imp reiben. Das war ein bisschen weird. Eine Bildkarte. Ich vergesse es nicht, Leute. Wenn Harry das nicht sagt... Dann ist das halt die Aufgabe des Let's Plays. So, da sind wir wieder. Wo kann ich denn die anderen Imps reinwerfen? Kann ich hier einfach irgendwie rauskommen? Ich möchte einfach nur ganz weit wegkommen. Wo sind die? Ah, da sind sie. Ah, und da ist noch ein Käfig, wollte ich sagen. So, komm mal her, du kleiner Gnome. Imp, sorry, ich verwechsel das gerne.
So, hinein mit dir. Und da ist der letzte. Wo ist der andere Imp? Da. Hallo? Bleib stehen. Boing. So, und du kommst auch mit, Freundchen. Was mache ich hier eigentlich? Ich wollte nur eine Silbermünze sammeln. Ich wollte nur einen Sickel sammeln. Und jetzt bin ich plötzlich hier mitten in so einem komischen, impfverseuchten Keller. Warum haben alle so ominöse Keller hier am Start? Wo irgendwelche Fässer rumrollen. Was ist das denn für ein Hintergrund? Oh. Eine Bildkarte. Geil. 7 Stück an der Zahl und nur? Oh je, jetzt muss ich da durchlaufen. Kein Problem für Harry James Potter. Der Junge, der überlebte. So, und raus hier aus der Kumme. Was ist jetzt? Oh nee. Das ist nicht euer Ernst. Wo bin ich? Alter, ich will doch nur nach Hogwarts. Was ist das denn hier für ein komischer Ort? Ich will doch einfach nur nach Hogwarts. Aber nein, ich bin in einem komischen Innenhof gefangen. Deswegen werde ich mich jetzt hier seitlich an diesem morschen Holzstück entlang schleichen. In der Hoffnung, dass ich nicht runterfalle und mir mein kleines süßes Scheiße Genick breche. Mano! Ich sollte aufhören zu singen, wenn ich solche fragilen, wollte ich sagen, filigranen Fortbewegungsmethoden nutze. So, Harry, los, beeil dich. Schrapp dich ein bisschen schneller an der Wand vorbei. So, gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Das sind wir. Sehr gut, Harry. Du bist ein absolutes Naturtalent. So, und das schieben wir jetzt runter. Genau. So, das hätten wir. Ja. Und Geronimo, das hat nicht geklappt. Okay, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich das Ding da dran schieben. Durch die verseuchte grüne Kloake hier. Und dann springen wir da drauf. Springen wir da drauf, Harry. Genau. Springen da hoch. Und wir haben das Problem gelöst. So, gut. Dann geht's jetzt hier hoffentlich raus. Lumos. Genau, und da haben wir wieder unsichtbare Wände. Klebeband. Damit kann ich jemanden den Mund zukleben und entführen. Und meinen eigenen Folterkeller gründen. So fängt alles an, Leute. So fängt alles an. Hagrid? Oh. Schwer zu übersehen. Hallo, Harry. Mrs. Weasley hat nach dir gesucht. Hoffentlich hast du dich nicht in der Nocturngasse rumgetrieben. Schrecklicher Ort. Geh nicht hin. Alter, er steht da wie so ein Gorilla, Alter. Das ist der übelste Türsteher. Der tropfende Kessel ist der beste Pub in London, Harry. Es gibt dort einen riesigen Keller. Ja, habe ich gerade gemerkt. Was macht der da eigentlich? Und warum erzählst du mir davon, du? Warum sind denn hier alle so weird? Warum sind denn hier alle so weird? Warum? Warum? Yay, zweite Münze. Jetzt sind es nur noch 6, die ich brauche, um mir endlich meinen ganzen Scheiß zu kaufen, obwohl ich ein stinkreicher Zauberer bin. Was gibt's denn bei euch zu essen? Bananen, Weißbrot und Toast und noch mehr Toast. Alles klar. Was ist hier? Oh, da spielt jemand ein Spiel. Oh, das kenne ich nicht. Guten Tag. Haben Sie dieser Gilderoy Lockhart ist ein faszinierender Mann und so gut aussehend. Ja, du tropfst schon den ganzen Boden voll. Hallo? Haben Sie schon dieser Gilderoy Lockhart? Alter, ich will doch mit der Frau reden. Mann und so gut aussehend. Dann rede ich halt nicht mehr mit euch. Mit Ghoulen von Gilderoy Lockhart. Die reden alle nur über Gilderoy Lockhart. Das ist so nervig. Kennen wir uns? Nee. Ah ja. Doch. Sie sind der berühmte Harry Potter. Sehr richtig. Erfreut. Richtig, richtig. Da komme ich nicht rein. Da komme ich nicht rein, Leute. Das ist doch ganz klar. So, was hast du nochmal? Ich hab vergessen, was ich machen soll. Hab ich dir schon gesagt, dass ich kürzlich Ärger mit fleischfressenden Schnecken hatte? Ja, juckt mich nur gar nicht. So, was haben wir hier? Nix mehr. Okay, Leute. Ich glaube, hier gibt's nichts mehr zu entdecken. Hier komme ich nicht hinein. Hier komme ich auch nicht raus. Wo geht's denn nochmal raus? Wahrscheinlich war das schon die Aufgabe hier drin. Ich meine, ich habe ja meine Münze bekommen. Gehen wir mal wieder auf die Winkelgasse. Und gucken mal, was uns da jetzt als nächstes erwartet. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Das ist ein Ladebildschirm. Er ist so schön und so aufgeräumt. Mit einem oben ohne Typen mit Übergewicht im Hintergrund. Seht ihr ihn, sucht ihn mal. Und wenn ihr ihn findet, schreibt's mir in die Kommentare. Das war ein Ducky-LP-Lied.
lassen Sie jetzt einen Daumen nach oben dafür da, wenn Ihnen dieses Lied gefallen hat. Wenn nicht, dann halt eben nicht. So, hallo! Ich bin sicher, ich habe meine Messingwaage im Kamin der magischen Menagerie verloren. Alter, du Perverse, lass mich in Ruhe! Immer wieder dieser Typ, immer wieder dieser Typ. Zacharias Zauberausstattung, kenn ich nicht. Alter, Junge! Alle stehen mir im Weg, ey. Diese Berühmtheit geht mir so auf die Nerven. So. Guten Tag, ich bin Harry Potter und ich will so eine Waage wiederbekommen. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Das ist ein Ladebildschirm mit einem Typen oben ohne, der im Hintergrund vor Gringotts steht. Was macht der da? Das weiß man nicht. Die Waage müsste hier irgendwo sein. Okay. Guten Tag, haben Sie Ginny Weasleys Messingwaage? Ich sag's nicht noch einmal, Sie rücken die jetzt sofort raus, sonst klatscht es, aber kein Beifall. Beschlossen, ich fülle das Lager auf. Nein, niemand haut hier ab, ich werde mich... Und lass meine Tierchen zufrieden. Nein, ich komme jetzt hier rein. Hallo Tierchen, was bist du? Oh, eine Schnecke. Oh, Rumpenturner, Sie wissen wohl nicht, wie gefährlich die sind. Lass sie mal explodieren. Oh, haben Sie ein Glück. So, nu? Oh, Ihre Kasse. Gucken Sie mal, ich bin an Ihrer Kasse. Was? Was stand da? Stand doch gerade irgendwas. Da oben wird die Evolution des Menschen abgebildet. Interessant. So, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Oh, ach so, da ist gar kein Schloss vor. Ich bin es gar nicht gewohnt, dass irgendwelche Türen hier offen sind. Bist du schwerhörig? Ja. Ich habe gesagt, es ist geschlossen. Was? Hör sie nicht. Jugend von heute unmöglich. Hör, und jetzt, was macht er? Wenn ich vorsichtig bin, müsste ich an ihm vorbeikommen. Hä, und der wirft mich nicht raus, oder was? Der ist ja witzig. Die Jugend von, oh nein, das ist wieder so ein bitte erwisch mich nicht Spiel. Oh, da ist ein Flubberwurm. Guckt mal da. Scheiß mal auf das Level, aber da ist ein Flubberwurm. Komm her, Junge. Na, oh, es ist genau so ein Level, Leute. Okay, aber ich wollte mir den Flubberwurm angucken. Mister, Sie haben gerade Ihre ganzen Tiere hier verunsichert. Die schreien gerade alle rum, als würde hier der Laden in Flammen stehen. Oh ne, jetzt muss ich hier wieder einmal durchlaufen und die Tür öffnen, wenn das in diesem Spiel nicht nur 3 Jahre dauern würde. Flüstert der da? Okay, das hat gut geklappt. Bisschen zu gut. Geh auf! Schneller! Ah, der ist ja blind, der ist ja selber schwerhörig und blind. Meine Güte, das war ja gar keine Herausforderung. Da bin ich aber anderes gewohnt. Oh! Oh, Ginnys Messingwaage! Sie wurde wirklich von dem Idioten geklaut. Ja, ja. Und dafür kriegen wir immerhin noch eine Schokofroschkarte. Eine Bildkarte? Eine Bildkarte Nummer 8. Eine Messingwaage. Ginnys Messingwaage. Oh. Das kann er auf einmal selber sagen, ja? Alles klar. So, da haben wir eine Weltkarte. Und oh, süß, eine Katze mit einem Cape. Ach, wie niedlich. Sehr, sehr schön. Nein, hier musst du dich nicht erstecken, Harry. Du kannst einfach durch die Tür latschen. Der Typ kann mich jetzt auch gerne verzaubern. Das juckt mich. Oh. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Er sieht aus wie Palpatine aus Star Wars. Ob ich ihn wohl mit einem Zauber ablenken kann? Ich brauch den nicht ablenken. Warum soll ich den denn ablenken? Der checkt eh nichts. Ich geh einfach durch. Lokomotor Mortis. Nee, nix da, Lokomotor Mortis. Diesmal konntest du fliehen. Beim nächsten Mal hab ich dich. Ach, so ist das so, ja? Ha, Fischkopf. Ich hab übrigens Geld aus der Kasse geklaut. Ciao. Das ist ja auch eine Witzfigur gewesen, Leute. Ganz ehrlich, was war denn mit dem los? Ladebildschirm, mit einem dicken Mann oben ohne im Hintergrund. Niemand weiß, was er da tut, aber er ist da. Und was glaubt ihr, was er da macht?
sind wir wieder, Leute. Ab zu meiner zukünftigen Ollen. Die wird jetzt erstmal von mir in meine Messingwaage bekommen. Hallo, Ginny. Grüß dich. Ich bin's, dein zukünftiger Ehemann. Hast du mal bei Freude und Leid nachgefragt, Harry? Danke wäre auch nett gewesen, aber vielen Dank. Dann gehe ich halt erst zu Freude und Leid. Wo ist denn Freude und Leid? War das nicht das hier unten? Oh. Ja. Freude und Leid. Ja, offensichtlich. So, hier ist nochmal Arrow. So, hier ist erstmal der Ladebildschirm. Aber danach ist hier Harry Potter und er wird sich hier erstmal den ganzen Laden genauer angucken, was hier nämlich Phase ist. Hier einfach die Sachen von Ginny Weasley zu klauen, nur weil sie eine große Stirn hat. Dafür kann sie ja nichts. Ginny meinte, ihr Federkiel sei auf jeden Fall hier. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Guten Tag, haben Sie zufälligerweise einen Federkiel? Oh, warte mal, ich kann doch jetzt Ihre Messinglatte sehen. Los, teste die magische Messlatte. Ja, die magische Messlatte, Leute. Bringst du den Anzeiger ganz nach oben. Nintendo! Boing! Nintendo in Perfektion. Ja, wählen. Oh Gott, die magische Messlatte spritzt da. So, wir gehen jetzt mal hier durch. So, alles klar. Das, wo sind wir denn hier? Oh, das ging ja schnell. Folge ist ganz schön weird. Oh, da kommt Geld raus. Da kommt Geld raus. Und dann noch mehr Geld raus. Ja, hä? Okay, wir machen alle kaputt, Leute. Wenn dem nämlich so ist, dann... Gucken wir nochmal da, ob da auch noch was drin ist. Oh mein Gott, die kriegen ja richtig viel Knete raus. Ich werde reich. Scheiß mal auf das Geld meiner Eltern. Ich mach das alles selber. Kommt her, ihr kleinen Sickel. Danach kann ich mir endlich meine ganzen Scheißsachen kaufen. So, unnormal überteuert sind. So, 6, wie teuer war nochmal das, was ich kaufen wollte? Auf jeden Fall nicht mehr als 8. So. Und da haben wir einen Federkiel. Ginnys Federkiel. Ginnys Federkiel. So, und 7 Sickel haben wir jetzt auch. Ich weiß nicht, brauchten wir 7 oder brauchten wir 8? Das weiß ich gerade nicht so ganz genau. Gehen wir jetzt erstmal hier durch, denn wir haben alles geholt. Vielleicht schenkt mir Ginny ja auch einen ihrer wenigen Sickel, die sie selber besitzt. Hallo, Mister. Wenn du den Anzeiger der magischen Messlatte ganz nach oben bringen willst, musst du Flipendo perfekt beherrschen. Du musst dazu die Energie deines Zauberstabs aufbauen, um den Zauber zu wirken. Alles klar. So, gut, Leute. Damit haben wir die Aufgabe geschafft. Wir gehen jetzt nochmal eben zu Ginny. Oh, Ladebildschirm. Ladebildschirm. Das ist ein Ladebildschirm. Wir gehen jetzt mal eben zu Ginny, bringen unsere Sachen weg und dann hoffe ich mal, dass ich von Nenner ein Sickel geschenkt bekomme. Sonst heißt es erstmal noch irgendwo in dieser scheiß Winkelgasse, das war Spaß, ich mag die, einen Sickel aufzukratzen. Ich meine, ich habe ja so viele Fans. Hallo, hier, Harry. Einer gibt mir doch bestimmt eine. Ich habe all deine Sachen gefunden. Oh, Harry, du bist einfach toll. Ich weiß. Nein, das war doch wirklich nichts. Du bist so ein netter Junge, Harry. Du hast dir eine Bildkarte berühmter Hexen und Zauberer verdient. Ich will aber einen Sickel. Tja, erstmal bei der Schwiegermutter erkenntlich gezeigt. Sehr gut, so muss das. Es gibt, ja, das weiß Danke, ich schon. Danke, Mrs. Weasley. Gilderoy Lockhart signiert sein neuestes Buch bei Flourish und Blotz. Wir wollten hingehen. Möchtest du mit uns kommen, Harry? Eigentlich nicht. Oh, naja, also gut. Danke. Lasst uns reingehen. Nee, du, ich muss nämlich erstmal die Leute verabschieden. Die haben nämlich keinen Bock mehr auf deine große Stirn. Ja, Leute, ich hoffe, die heutige Folge von Harry Potter und die Kammer des Schreckens hat euch gefallen. Nächste Folge werden wir uns da mal den guten Gilderoy Lockhart aus der Nähe angucken. Und ich werde meine letzten Sachen sammeln, die ich noch, also kaufen, die ich kaufen muss. Und ja, dann bin ich mal gespannt, was uns da in der nächsten Folge... Oh Gott, jetzt stehen da wieder die Fans. Wollen sie ein Autogramm? Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich muss jetzt Autogrammkarten unterschreiben. Macht's gut und ciao zusammen!